Ja, Werner Schwenden, jetzt sind wir hier Marschül. Wir sehen Sulnerses, das ist ja eine Buchseralp, gell? Ja, das ist Buchseralp, das hat die Buchseratsgemeinde Seefeld mal abgekauft. Politisch sind wir Gemeindegebiet Seefeld, aber eben gehört das der Ortsgemeinde Buchs. Da sehen wir die Alp Malschül mit der Unterkunft, die wir vor 2 Jahren komplett saniert haben und eine wunderschöne Unterkunft hergerichtet haben. Also die Hirten, die da sind, eine Art sauber übernachten und sie aufhalten. Und eben apropos Hirten, da sind Geissen, das ist eine Geissenalp, gell? Ja, das ist eine Geissenalp. Es wird da Geisskäse produziert, relativ hervorragender Geisskäse, weil der ist sehr begehrt und sie haben kein Problem, um den zu verkaufen. Wir haben jetzt mal Geissen gehört, meckern, gell, von weit weg, aber wo sie genau sind, das wäre noch ein bisschen eine Sucherei. He? Ja, müsste sicher ein Stück nach da rauf. Irgendwo werden wir die Geissen finden. Die werden natürlich je nach Gras werden die ein bisschen verschoben, dann sind sie halt im ganzen Gebiet dann verteilt. Das Gebiet ist hier jetzt vom Unterseess, dann oben da sehen wir das Mittelseess, Oberseess sieht man jetzt nicht. Das Gebiet geht durch bis zum Balbieler Grat? Ja, geht bis rein, wo das Gebiet, wo das Buchsengebiet ist. Das Buchsengebiet ist relativ schmal, gell? Eingängt von Seefallen und Krebs. Ganz genau, oder? Wir haben also Alp Malbu, wo Buchseralp ist, das ist ein Streifen, wo es darauf geht, wo nicht relativ schmal ist. Also wir haben im Verhältnis der Buchs wenig Land da. Ein Haufen Buchs haben immer das Gefühl, wenn sie da richtig Balbieler reingehen und dann da sieht man so oben dran und dann hinten dran eben noch durch zum Mal 4 mit 2346 Metern mal in der Schule, das sei dann eben der höchste Buchser. Das wäre der links, das ist der Alphier und dann haben wir den kleinen Alphier, den krummen Steig sieht man hinten noch ein bisschen, das ist der Breit und der Alphier ist der, der noch ein bisschen Schnee drauf hat. Aber eben der Alphier, das ist eben nicht wirklich ein Buchser, gell? Nein, Buchs haben wir sehr wenig, weil Buchs haben wir eigentlich fast keine Berge mehr. Das heisst mit anderen Worten, wir gehen dir jetzt wahrscheinlich mal in die Alp Malschül in Sulnerses, wir schauen mal, ob wir die Renovation anschauen können. Man kommt auch ein bisschen überraschend, gell? Aber ja, wir schauen mal. Ja, gehen wir mal schauen. Und das ist jetzt der Essraum, ne? Ja, also wir haben Küche hier und parallel zum Aufenthaltsraum, Essraum, wo eine Art für alle da ist, wo man kann ein bisschen zusammenhocken und wenn man vor allem Nachtessen zusammen ist, so ist das eigentlich, was man auch neu gemacht hat, mit einem Ofen dahinter, wo man heizen kann. Also wenn es mal so ein bisschen frisch sein oder kühl sein, ist natürlich das ein wunderbarer Aufenthaltsraum. Jetzt hätte man die Alp ja können sehen, wie sie war. Warum hat man denn da saniert? Ja, das war schon vorher ist das eine Katastrophe. Das ist mir, also wenn man am Anfang hier ist, ist es nur so ein Loch gewesen, dunkel und schwarz, nichts Schönes. Es ist eigentlich überhaupt keine Unterkunft gewesen. Und es ist einfach heute nur zumutbar, als wenn man Leute hier hat, die am Arbeiten sind und keine vernünftige Unterkunft haben. Darum müssen die dringend sanieren. Und auch die Sanierung hat doch relativ viel Geld gekostet, aber ich glaube, jetzt haben wir doch eine schöne Sache und für die, die da sind, als wenigstens auch eine trockene, saubere Unterkunft haben. Und das ist ein Markenzeichen von der Ortsgemeinde. Man investiert eben dort, wo es sinnvoll ist und hat dann am Schluss so eben langfristig eine Wertschöpfung. Ja, ganz klar. Auch das, was wir jetzt so gemacht haben, ich meine, das wird über die Jahrzehnte wird das heben. Und wenn man da ein bisschen Sorge hat, ist das so in ein paar Jahren einwandfrei.